Sie haben von uns einen Kostenvoranschlag zur Kataraktoperation erhalten und fragen sich damit höchstwahrscheinlich, was es auf sich hat. Des Weiteren kennen viele gesetzliche Krankenkassen diese Kostenvoranschläge bisher nur von Sonder- oder Premiumlinsen wie Multifokallinsen oder torischen Linsen. Seit dem 1. Januar 2022 haben wir im Rahmen unserer Transparenzinitiative beschlossen, für alle unsere Kataraktoperationen, sprich Monofokallinsen oder auch Standardlinsen, Kostenvoranschläge unseren Patienten, Patientinnen bereitzustellen. Wir möchten, dass Sie vor der Operation wissen, welche Linsen und welche Materialien wir von welchen Herstellern verwenden. Damit können Sie selber recherchieren und sich besser informieren. Unserem Leitbild entsprechend nutzen wir selbstverständlich aktuelle Studien, um die bestmögliche Linse für Sie zu verwenden. Ebenfalls erziehen wir Einmalmaterialien deutlich den Mehrwegmaterialien vor. Damit minimieren wir mögliche OP-Komplikationen. Ein Beispiel für eine Linse ist unsere aktuelle Monofokallinse, die wir bei einem 1,8 mm breiten Zugang in das Auge implantieren können, der derzeit weltweit kleinstmögliche Zugang. Das bedeutet, dass der chirurgische Schnitt im Auge kleiner ist und damit die Heilung schneller und besser verlaufen kann und auch die postoperative Hornhautverkrümmung reduziert werden kann. Grundsätzlich ist die ambulante medizinische Versorgung durch den Gesetzgeber und damit durch den einheitlichen Bewertungsmaßstab, kurz EBM, geregelt. Der EBM ist auch für jedermann zugänglich und wird damit sehr transparent durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung bereitgestellt. In Absatz 7.1 sind Verbrauchsmaterialien aufgelistet, die der Arzt selber zu zahlen hat. Dazu gehören neben Verbrauchsmaterialien wie Handschuhen, Desinfektionsmittel, vor allem Materialien, welche nicht einer spezifischen Operation zugeordnet werden können. Beispiele hierfür sind Skalpelle, Spülkanülen und ähnliches. In Absatz 7.3 werden Materialien aufgelistet, welche die Krankenkasse zu erstatten hat. Kurzum sind dies Materialien, die patientenspezifisch und nicht mehrmals verwendbar sind. Hierbei handelt es sich um die Linsen, Tageskassetten, Viskoelastika, gegebenenfalls Kapselspannringe oder Maljugendringe, welche bei einer Kataraktoperation verwendet werden können. Leider müssen wir feststellen, dass einige gesetzliche Krankenkassen immer mehr unter Kostendruck geraten und daher die Kosten nicht übernehmen möchten. Sie möchten die Sachkosten reduzieren. Es gibt natürlich günstigere Linsen als die, die wir bei Ihnen implantieren möchten. Es gibt auch günstigere Materialien, die allerdings nicht unserem Qualitätsanspruch entsprechen. Wir möchten nicht aufgrund des Kostendrucks einiger gesetzlicher Krankenkassen Material geringerer Qualität bei unseren Patienten und Patientinnen verwenden. Wichtig für Sie ist, dass die Stellungnahme Ihrer gesetzlichen Krankenkasse unbedingt schriftlich erfolgen sollte. Sie werden sich wundern, wie unterschiedlich die Aussagen am Telefon gegenüber der schriftlichen Form sein werden. Bei weiteren Fragen oder Beratungswünschen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alles Gute, vielen Dank.